Kann man den nämlich auch abschließen und dann einfach unten einsammeln. Ja, aber die hier sind ja alle über der Lava, wenn man die abschießt, dann... Na, dummerweise schon. Deswegen spare ich mir jetzt auch meine Pfeile. Ich habe keine Pfeile, gib mir nochmal Pfeile. Au! Ich hab dir vorhin schon gegeben, aber mein Inventar war voll. Achso, ja, jetzt ist mein Inventar selber eingesammelt. Jetzt ist es nicht mehr voll, jetzt kannst du mir geben. Ja. Yeah. Muss das mal reichen. 15. Ja, ich hab auch bloß 19. Hab ich jetzt. Wobei, habe ich schon verschossen. Diese Eisbrücke, diese Schneebrücke unter dem Lavasee, das sieht aber schon cool aus. Wo? Oh. Da hinten, wo wir herkamen. Ja, ja. Achso, ja. Ich spawn gerade nichts weiter, weil die da hinten einen Ringeltanz machen. Aber da oben ist ja einer. Hier bei mir ist einer. Ja, ich habe leider kein Schwert. Achso, kann ich dir geben, warte. Ja. Ja, cool. Das müsste deins sein. Oder auch nicht. Oh ja. Nein, die Base war. Warum hebst du es denn nicht auf? Dankeschön. Nee, ist in Lava gefallen. War das das Schwert? Nein, die Base Rod. Liegt der denn hin? Nein, bleib hier! Na, verdammt, neben. Hey, ich hab dich dreimal getroffen. Was ist los damit? Lol. Ach Mist, ey. Ich schieß ja alles daneben. Yay, ich geh mal runter, ne? Killed, aber nichts gedroppt. Mal gucken, was da rumliegt. Wie kommen wir denn hier hoch? Hier. Ich hab auch noch 7 Pfeile. Ha, hier ist ein brennender. Wow, ich brenne. Wieso brenne ich? Oh, oh, fuck, die sind hier unten. Ja, da unten sind welche. Ich hab vorhin auch unten 5 Stück oder 6 oder 7 oder so umgebracht, ich weiß es nicht mehr. Ah, oh, wir sollten hier echt so einen Käfig bauen, damit die. Ja. Damit die da nicht immer runter. Boah, rumfliegen können. Rum. Brenne schon wieder. Komm auch mal runter. Tot! Wer ist tot? Nicht sterben! Ah, das war knapp. Das war knapp. Wo sind denn hier unten welche? Na, hier muss man rumgucken, muss man um den Turm herum gucken. Hier zum Beispiel, hier. Scheiße. Nein. Wirfst du hier? Nein. Was ist denn der Typ? Ich hab noch ein halbes Herz, mein Gott. Bin ich jetzt blind? Wo ist er denn? Ach, da oben. Komm hier rechts neben dem Ausgang. Ich seh ihn, nein, ich komm nur nicht ran. So. Das ist nämlich ein Problem. Bleib mal hier. Jawoll. Volle Möhre, voll aufs Fassbrett. Was macht ihr da? Ich hab grad so ein brennendes Vieh getötet. Und ich brenne schon wieder und ich weiß nicht warum. Ich brenne auch schon wieder. Weil du es kannst. Aber ich weiß warum. Ja, schön. Glaubst du jetzt. Alter, was gibt's? Das gibt's doch gar nicht. Nein. Na, vielleicht rennst du hier immer durch die. Nee, die schießen doch schon irgendwo ab und ich krieg das grad nicht mit. Ich seh grad nicht, ich schau mal. Die schießen. Nein! Ach, da hinten, guck mal bei der Lava. Ja, ja. Und da hinten ballern sie hier rüber. Ja, ja. Da sind noch 3 Stück unten. Ah, eine Blaze Rod. Eine Blaze Rod. Ich habe eine gefunden. Ja, ich bin. Mir geht's gerade nicht gut. Droppen die Pigments jetzt das eigentlich. Das sieht auch nicht so gut aus. Danke. Droppen die Pigments jetzt eigentlich wieder. Nee, nur Rotten. Oder? Naja, nur Rottenflash. Du willst fragen, ob sie wieder Schnitzel droppen, ne? Ja. Also Steaks. Ach, ich hab noch eine gefunden. So, nur Rotten Flash. Droppen Schnetzel? Schnetzel. Schnitzel. Geschnetzeltes Lecker Schnetzel. Geschnetzeltes Hirsegulasch. Geschnetzeltes Schweine-Zombie-Fleisch. Schweine-Zombie-Fleisch-Gedöns. Hirsegulasch. Schnitzel. Schnitzel. Dingens. kennt ihr Schnippo? Was? Lippo. Schnitzel-Pommes. Achso. Du mit deinem Berliner. Schnitzel Pommes, gleich jetzt bei Xachamas auf dem Kanal. Oh Mann, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ich kenne nur Pommes und Pommes Schranke und Cevos. Cevos, Pommes Schranke, so.
Ja, Schranke kenne ich auch. Ja, Schranke kenne ich sowas, auch. Sowas sagt man in Berlin nicht, weil das klingt so... Klingt so assi, ne? Ja. Klingt so nach Ruhrgebiet, ne? Richtig. Sag ich doch. Ich hätte jetzt eher gedacht. Sag ich nicht. Nein. Was hättest du eher gedacht? Nichts. Ah, hier ist unten. Ah, scheiß Lava. Muss hier überall so viel Lava sein. Wir schweben da alle über die Lava. Alter, ich schwimme mal über Lava, ich schwör. Na, so lang. Schwimmen die Lava. Da ist der Lava. Schwimm mal über Lava. Ich geh auch jetzt. Du gehst auch Lava schwimmen? Lava stehe. Ich geh hoch jetzt, passt nicht so gut wie ich geh Kudam, oder? Nee. Was? Ich geh Kino. Kino. Ich geh Kino. Wo Kino, Alter? Warum spawnt hier jetzt eigentlich nicht mehr? Spawnt doch. Oh! Nein! Ich Nein! Brother, man hit the ground too hard! Nein! Ich bohr das da gerade zu und der hat mich dann abgeschossen dabei. Ich hoffe, du bist nicht in die Lava gefallen. Nee, es war vor der Lava. Nur wegen den 14 Roots, die ich dabei habe? Nein. Naja, du kennst halt den Weg. Ne? Alter, die ballern hier rein. Ich kenn den Weg, ja. Ihr müsst es mal weiter zubauen. Ja, ne? Habt ihr Cobblestones dabei oder Erde? Ja, oder ich bin oder dabei. Gut. Dann hauen den anderen habe ich schon zugebaut. Da hauen die nicht mehr ab, das ist gut. So. Das Tolle ist ja, die brennen ja selber. Die brennen, die fangen an zu brennen, dann schießen die. Ach so. Du! Ach du Scheiße, ich bin fast tot. Vergesst es aber, dass ich noch. Perfekt, mein Gott. Ich bin auch fast tot, aber. Fast tot. Alter, wie schnell spawnt der denn gerade? Ja. Komm mal nicht mal in Ruhe zum vor meiner Nase gespawnt. Oh nein. Mein. Oh mein. Ich könnte zwischendurch mal darauf hinweisen, dass doch die User, die sich das angucken, auch mal den Channel von Blackberry Beats besuchen könnten. Entschuldigung, ich muss mal ein bisschen Werbung machen. Ja. Ne? Ja. Die machen ganz coole Beats. Ich benutze gerade für meinen Minecraft-Server die Sounds von Genie Official. Das ist auch ganz cool. Kenn ich gar nicht. Der macht so ein bisschen. Ja, ist ein bisschen mittelalterlicher angehaucht. Ach so, ja, Instrumental, das höre ich ja. Der spielt aber alles. Ich höre das immer nur in deinen Aufnahmen, aber sonst nicht. Der spielt das alles selber immer ein. Wo ist der Gast? Wow! Wo ist der Gast? Ja, den haben wir genau ins Gesicht geschossen. In your face. In der Minecraft-Wiki! Schönes Gesicht. Muss ja auch mal gesagt werden hier. Die Zuschauer noch wissen, wo sie sind, weil wir sind ja nur die ganze Zeit in der Hölle und fighten hier wie die Bekloppten. Was machst du denn jetzt hier? Ne, ich mach's zu. Es ist ein Paradies. Der musste erstmal die auslanden. Aber Rio, ich glaube, die spawnen dann nach außen dran. Aber die spawnen auch drinnen, das reicht. Zumindest so einen bestimmten Radius, oder? Dachte ich. Da oben ist der Gast. So. Dugel hier drinnen, Rio. Ich hab Angst. Wunderbar. Achso, ich könnte ja eigentlich auch mal kurz erwähnen. Oh, du Scheiße. What the fuck? Alter, du musst mich nicht kaputt hauen. Ja, das habe ich gerade. Entschuldigung. Das war gerade Reflex. Das haben wir einen Gast getötet. Ich könnte mal kurz in eigener Sache erwähnen. Wenn die nicht die ganze Zeit Dauer spawnen wird. Das waren drei Stück, ne? Meine Güte, so. Ja, immer drei Packs spawnen die jetzt. Also, liebe Freunde, ich freue mich natürlich, wenn Leute sich auch auf meinen Kanal verlaufen. Aber bitte, wenn ihr auf den Server wollt, dann schaut euch doch erstmal ein Video an, wie das bei mir läuft. Das wäre mir sehr gediegen, weil irgendwie kommen gerade von Zuschauern, die sich von Rathamun auch oder von der Minecraft-BG bei mir verirren, dann immer dieselben Anfragen. Und ich sage das wirklich in sehr vielen Videos, wie das abläuft mit den Bewerbungswellen und so. Schon cool, wenn man zumindest sich dann auch mal ein paar Videos anguckt. Ja. Nee. Überhaupt so Blind-Abos ist ja meistens Käse, ne? Ja, Blind-Abos sind sowieso Käse. Ja. Also die User, die Minecraft WG gucken sollen und Rio gucken wollen, die sollen das dann auch tun. Und dann erst das Abo geben, wenn sie auch denken, dass da öfter vorbeischauen. Weil Abos, die nicht gucken, braucht keiner. So tote Abos. Richtig. Untote Abos. Und ja, das ich glaub, passiert du musst halt die Fackel bei mir ganz gerne mal. Meinst du? Ja.
passiert bei mir ganz gerne mal wegen dem Server wahrscheinlich. Weil die Leute dann auf den Server wollen und dann schreiben sie mich nämlich einfach an, abonnieren mich, schreiben mich einfach an, hey, wie komme ich auf den Server, und haben kein einziges Video geguckt, weil das merke ich dann daran nämlich, weil ich das in den letzten, gerade in den letzten Videos öfter mal gesagt habe. Ja, wie kommt man denn bei dir auf den Server? Soll ich das kurz sagen? Das ist kein Problem, kann mach ich halt. Gerne machen. Ja, mach halt. Ja, also mittlerweile ist das Ganze ein bisschen geordneter. Früher hat man mir einfach eine PN geschickt, jetzt läuft das Ganze in sogenannten Bewerbungswellen ab. Und zwar kommt dazu dann immer ein Infovideo, wo ich dann sage, hey, jetzt könnt ihr euch bei mir bewerben an jene und jene E-Mail-Adresse, schreibt mir eine nette Begründung, bla bla bla. Und ja, so lief das eigentlich immer ab. Und ich lege besonderen Wert darauf, oder ich achte auch darauf, ob die User aktiv sind oder ob sie mal nette Kommentare schreiben. Also ich möchte dann auch Leute belohnen, die wirklich aktiv auch ja, am Kanalleben teilnehmen. Weil ich lebe so das Motto, dass mein Kanal quasi durch jeden einzelnen User geprägt wird. Ne? Deswegen ist ja mein Motto auch Spiele gemeinsam erleben. So. Aber das ist auch mein Kanal zum Beispiel. Ich habe auch sehr viele User, die Kommentare schreiben. Ja, das ist doch schön. Ja. Hm. Ich nicht. Boah, boah, wo kommt die denn schon wieder her? Das geht auch immer mit mir drin spawnen. Du hast die Route gekriegt, na egal. Ich hab ja auch viele User, die Kommentare schreiben, so ist es ja nicht, aber es gibt natürlich immer auch ein paar User, die besonders wertvolle Kommentare schreiben oder sehr aktiv sind oder Tipps geben. Ja. Ne? Also Caboose war zum Beispiel so ein Beispiel, der wirklich, oder Xaramas auch, die beiden sind halt, ja, die gehören halt so zum Inventar, sag ich mal. Ich glaube, der Xaramas, der hat auch meine Videos noch gar nicht gesehen. Doch, hab ich. Bist du auch ein Abonnent von mir? Noch nicht. Ja, musst du ja nicht, nur wenn du aktiv bist. Er guckt sich da deine Videos auch wegen mir an, stimmt's, Xaramas? Wahrscheinlich, deswegen sonst. Ja, ich muss erstmal reparieren hier. Nein, nicht wegen dir, Razar. Wegen mir sowieso nicht. Keiner guckt sich Videos wegen mir an. Stimmt. Dreh dich, Schwein, dreh dich. Nicht wundern, ich hab grad in den Spawn reingeguckt. Ist das eigentlich Leon da in den Spawner? Ja, das ist Leon. Leon, dreh dich! Ich vergrößere das hier gerade übrigens mal so ein bisschen nebenbei. Boah, drei Stück! Ja, genau deswegen vergrößere ich's, um die potenzielle Erntemenge zu erhöhen. Und die Chance, dass man in Brand gesteckt wird, ne? Ja, ist halt dann halt ein Brandherd, ne? Wir können es ja dann Emergency Room nennen. Okay. Wie viele Folgen wollen wir jetzt eigentlich hier drin verbringen? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Folgen sind wir jetzt hier Stunde, schon oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie spannend das ist für die User ist. Wir müssten dann noch ein paar Folgen voll kriegen. Ja gut, wir können ja auch mal ein paar Sachen brauen jetzt damit. Oh, ich habe keine Pfeile. Ja. Wie viele Routen haben wir denn jetzt? Ich habe 14. Also, ich habe 15. Ich habe ganze 5. Nein, du bist ja auch nur der Sklave. Ja, stimmt. Tut mir leid, dass ich was eingesammelt habe. Ich bin aus Versehen drüber gestolpert. Das sofort her. Ja, dann lass mal in 2 Minuten oder sowas mal wieder hochgehen. Jo. Ja, dann von mir aus können wir los. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn sich jemand auf meinen Kanal verirren würde. Machst du auch einen Kanal? Ja, ich habe durchaus auch einen Kanal. Was Let's Playst du denn? Moment, Deus Ex. Und Banjo-Kazooie, aber da habe ich gerade nicht so viel Bock gehabt zum Aufnehmen. Übrigens hat er auch Magicka aufgenommen, ne? Aber leider sind seine Let's Play-Partner da nicht sonderlich aktiv gewesen. Magicka? Ja, nehme ich ja auch gerade auf. Also, mit einer Kollegin, die aber jetzt gerade bald umzieht und deswegen wird das erstmal bald eine Weile nichts kommen. Die im Übrigen bei EA Games anfängt zu arbeiten. Mhm. Aber ich würde Magicka sehr gerne weiterführen. Ich suche gerade noch Besetzung. Vielleicht könnten wir was zusammen dann noch machen. Lust das? Ja, ich hab immer Lust. Magicka ist ja eigentlich. Wieso spawnt immer eigentlich was, wenn ich gerade kein Schwert in der Hand habe? Willst du das fortsetzen oder von vorne anfangen dann? Ich weiß noch nicht. Also, wir sind bis Kapitel 6 gekommen. Ja, ich bin erst in Kapitel 2 oder so. Ich habe erst 4 Folgen aufgenommen. Ja, können wir machen. Als was fängst du denn bei EA Games an? In Support.
Oh, also, cool. Okay. Ich habe hier gerade so gefühlte 20 Viecher um mich herum und die gerade mir voll auf den Sack gehen. Und mich zu Tode bürden. Ah, ja, leg dich nicht mit. Leg dich nicht mit den Leon-Menschen an, ne? Ah, verdammt, nein, 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 nein. Noch eine Blaze Rod. Los, loot ihn. Oh, Mann. Lass uns leicht plündern, nicht leicht. Ich wollte rüberrennen, aber kann ich nicht ohne seine Sachen aufzuheben, das wollte ich jetzt nicht. Ah, Mist. Komm, lass uns zurück. Ja, ja, ich will auch den umbringen hier. Ist natürlich doof, dass wir jetzt an den Spawner nicht rankommen dann, ne? Ah doch, komm, wir können hierher gehen. Komm gleich, ich sammle dir wieder ein. Ja, ja, ich gehe hinten rum. Ah. Zack. Ich habe gedacht, ich schaff's noch, indem ich auf das Schneefeld stelle, aber das war nicht kalt genug. Die Hölle ist ja auch nicht warm genug, um den Schnee zu schmelzen. Stimmt. Oh, da ist ein Blaze Root runtergefallen. Ich muss runter. Ah, ich kann nicht runter. Da muss ich durch deine Items. Müssen Sie sowieso da nochmal runter und alles einsammeln? Wo muss ich jetzt hin? Hier. Also langsam solltest du den Weg doch kennen. Ja, ja, langsam kenne ich ihn. Ich orientiere mich einfach am Schnee in der Hölle. Am Schnee in der Hölle. Er hat den Schnee hier liegen. Ja, nein, ist mich auch nach Lava gerannt. Voll. Scheiße. Ich habe jetzt 21 von den Dingern. Ich habe mein ganzes XP verloren. Ich bin Level 15. Experience Points. Ja, ich auch gleich. Oh Mann, ich brauche aber langsam mal auch Leben. Wir spawnen gerade immer zu viel. Hast du noch Brot? Ja, wir können dann ja auch wieder an die Oberfläche gehen. Ich habe noch Brot, ja. Ich hab auch. Ja, lass uns mal gleich aufbrechen, sag ich ja. Das wollten wir schon längst machen, ne? Dann ja. Let's mal go. Ich warte noch kurz eine Welle ab. Ich komm noch eben, hol meine Items wieder und dann können wir rausgehen. Ja, ich hol sie. Nein, meine Items lässt du da liegen. Und die 14 Level auch. Ja, die bitte ja, auch. Stimmt. Die liegen doch eh nicht komplett darum. Ja, dann liegen halt 12 Level, ist auch wurscht. Wo bist du eigentlich aufgeschlagen? Ich trau mich nicht raus. Bleib mal lieber drin, ich bin ziemlich nah am... Da, ich sehe es. Ja. Ich bin ja gleich schon wieder da, ich bin schon wieder in der Hölle. Ich vermiss dich wie Und wie die ist die Ausbeute, wie viel habt ihr gefunden? Ich vermiss ich hatte 21. dich voll total. 21? Ich hatte ganze 8. Das geht anders, das geht nicht. Das heißt, ich vermisse meine Hölle. Oder so. Hölle, Hölle, Hölle. Ich sehe da wieder Mexikaner. Oder so. Satan ist wieder da. Oh, mein Telefon. Mein Telefon. Ich dachte, das wäre eine Grille. Satan aus der Unterwelt, der immer auf die Fresse fällt. Jetzt müsste man JBO kennen, ne? Ja. Radar, ich gebe dir Deckung. Ich habe schon alles wieder. Heißt Radar oder Rafa? Rafa. Rafa Moon. Rasamoon. Rasamoon. Ich brenne. Ja, du wirst gefireballt. Ich habe meine Rüstung schon wieder an, ist kein Problem. In your face. So, was ist jetzt mit Rio? Bleibt er jetzt hier, wir gehen alleine raus, oder? Ja. Wo ist denn der? Irgendwo oben? Ich dachte, Rio ist schon raus, oder? Ich weiß nicht. Rio noch oben? Auf jeden Fall telefoniert er jetzt erstmal. Der brennt gerade nieder. Was ich ja normalerweise überhaupt nicht mag, im Let's Play zu telefonieren, aber weil er gerade was mit der Wohnung und so, da soll das mal erlaubt sein. Ja. Das ist schon komisch, dieses Eis neben der Lava ist schon eigenartig. Ja, Schnee vor allem direkt neben Lava. Ja. Die Lava scheint überhaupt keine Strahlungswärme abzugeben. Ja, und der Schnee aber auch nicht, weil Lava wird auch nicht... Könnte sein, dass die Lava friert, da wäre ich vorsichtig. Ja, ja. Ich habe auch schon von gefrorener Lava gehört, das ist echt gefährlich. Ja, vor allem ist es so, fast wieder oben. Da. Ich bin da. Okay. Alles ist gut. Alles wird gut. Wer kennt jetzt die Rezepte? Dann wollen wir mal was brauen oder so einen Trank. Es ist gerade schon wieder Nacht. Guck mal fix nach. Wäre ich nicht, ne. Nein, ich schau mal eben nach. Dann bin ich dann ganz alleine hier bin. Ja, wir können doch trotzdem... Da fällt mir wieder ein. Der Weltraum. Unendliche Weite. Ich habe kurz meine Rüstung anlegen. Wahrscheinlich jetzt schon wieder 2 Folgen her, wo ich das gesagt habe. Weil, aber das ist immer noch die gleiche Aufnahme. So für die Zuschauer. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal in unseren Lagerraum.
Lava-Raum? Nee, gar nicht, brauchen wir gar nicht. Was brauchen wir denn noch so für also... Wir können alles Mögliche zusammenmixen, also es gibt ganz viele Zeugs. Da ist ein Zombie. Was macht der hier drin? Ich hab dir vorhin schon gefragt, ob es normal ist, dass bei euch ein Zombie im Haus ist. Eigentlich nicht. Ja, und dann habt ihr gesagt, ja, das ist nur weiter. Achso. Also wir brauchen auf jeden Fall Wasserflaschen. Ganz viele Wasserflaschen. Ich weiß gar nicht, wie man Flaschen herstellt. Ich weiß gar nichts eigentlich. Glas? Ja, ich frage mich, wo der Zombie gespawnt ist hier drin. Ist eigentlich doch alle hell genug. Vielleicht hier hinten noch so zwei. Nee, Fackeln. Das sieht hell genug aus, ja. Ich hänge hier noch ein paar Fackeln. Brauchen noch einen Kessel mit Wasser. Brauchen wir warum? Weil wir Wasserflaschen brauchen. Und die macht man in den Kessel mit Wasser, oder was? Hä? Du brauchst Eisen. Du brauchst wie ein Eimer, nur ausgefüllt unten. Zwei, also 5 Eisen. Ich hab nur 4 Eisen. Ich hab leider kein Eisen. Ich hab noch 9 Eisendinger dabei. Haben wir noch einen Ofen hier irgendwo? Nee, nicht wirklich. Kenn mich aber nicht hier. Nee, hier gibt's keinen Ofen, weil ich baue mal eben einen neuen Ofen. Ist ja wurscht. Haben wir irgendwo eine Workbench, haben wir gut. Ja, und habt ihr irgendwo Eimer? Wieso Eimer? Nein, wir brauchen auch noch Wasser. Im Haus, glaube ich. In einem Haus. So genau wollte ich es gerade wissen. In unseren, ah ja, dann gehst du genau da raus und dann da rechts gleich wieder.